Hallo Kruschelt, da bist du ja. Du bist ja schon ein echter Filmprofi. Ich habe gesehen, dass du schon letztes Jahr bei der Preisverleihung der Kinderuni mitgemacht hast. Ich weiß leider nicht so genau, wie so eine Preisverleihung geht, aber du hilfst mir bestimmt und zusammen schaffen wir das, oder? Hallo, ich bin Daniel und Kruschelt kennt ihr ja schon. Wir wollen euch heute die 10 besten Einsendungen vorstellen, die ihr zur Evonik Kinderuni eingereicht habt. Da ihr mehr als sagenhafte 700 Arbeiten eingereicht habt, hat eine ganz schlaue Jury die 50 besten Projekte aus Kindergärten und Grundschulen prämiert. Und bevor wir uns die 10 besten anschauen, werfen wir doch mal einen Blick hinter die Kulissen auf die Arbeit der Jury. Film ab! Ich nutze auch direkt für den Einstieg nochmal eine der ersten Bastelarbeiten und eröffne hiermit die Jury-Sitzung zur Evonik Kinderuni 2021. Ganz viele junge Forscher gesehen, die viel Entdeckergeist haben, die Spaß haben, die kreativ sind. Diese Kreativität wünsche ich mir auch für unsere zukünftigen Forscher bei Evonik. Es hat wieder viel Spaß gemacht, durch die Einsendung durchzugehen und ich glaube, wir haben sehr würdige Preisträger gefunden. Kreativität, Engagement und auch Begeisterung für Naturwissenschaften, ein Kernthema, was sich auch in diesem Jahr wieder mit viel, viel tollen Ideen und auch überraschenden Momenten für mich gezeigt hat. Ich freue mich schon auf die Preisverleihung, die wir in Kürze haben und verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es gibt wieder spannende Ergebnisse. Die ganzen Experimente, die dokumentiert wurden auf Filmen, in Bastelarbeiten, in Mappen, in Zeichnungen, in Gemälden, das macht einfach große Lust, sich das anzuschauen. Und da muss einem auch um die Zukunft überhaupt nicht bange sein, denn so viel Kreativität und Forschergeist und Neugierde zusammenkommen, kann uns eigentlich gar nichts passieren. Und wir haben wirklich tolle Preisträgerinnen und Preisträger gefunden. Wir können, glaube ich, echt stolz sein auf diesen Wettbewerb. Also ganz, ganz großartig. Da sind wir schon wieder. Da waren tolle Sachen dabei. Oder, Kruschel? Der Herr Fischer und der Herr Döbler, die ihr eben im Film gesehen habt, kommen gleich auch noch zu uns. Ich bin schon ganz aufgeregt. Du auch? Sollen wir uns mal anschauen, was die Kinder so gebastelt haben? Okay. Das sind ja ganz tolle Sachen, die die Kinder gebastelt haben. Oder, Kruschel? Ich bin ja froh, dass nicht wir entscheiden müssen, welche von diesen tollen Projekten die besten sind. Dafür gab es eine Jury. Und hier auf diesem Zettel steht drauf, welche der Arbeiten die Jury am besten fand. Langsam, langsam, Kruschel. Wir wollen ja nicht alles auf einmal verraten, oder? Bist du bereit? Okay, los geht's. Hier haben wir Platz Nummer 10 für die Forscherkiste aus Holz mit sehr vielen Sachen, die man für Experimente benötigt. Einem Reisetagebuch mit vielen Bildern und mit zwei Handpuppen, einem Wissenschaftler und mit dir, Kruschel. Platz 10 also für die Forscherkiste vom Integrativen Familienzentrum St. Christophorus in Viersen. Herzlichen Glückwunsch! Ihr ahnt es schon, weiter geht's mit Platz Nummer 9. Den haben nämlich die Kinder der Maxi-Gruppe aus der städtischen Kita am Gymnasium in Förde gewonnen, mit ihrem Traumgarten zum Aufhängen. Was ganz Tolles, mit vielen Bienen, Schmetterlingen und auch Kindern. Herzlichen Glückwunsch zu Platz Nummer 9. Jetzt schaut euch das mal an, das sieht doch total interessant aus. Oder, Kruschel? Platz 8 geht an die Kinder der DRK-Kita Wunderland in Wesel. Sie haben unter anderem eine Anleitung für eine Lavalampe gemacht. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 7. Aber hier liegt nur ein Tablet rum. Weißt du wieso, Kruschel? Die Kinder der Hundeklasse der Grundschule Bogenstraße in Solingen haben nämlich ein E-Book gemacht. Und das können wir uns hier mit diesem Tablet anschauen. Hier ist das Experimentierbuch. Schauen wir uns das doch mal an. Wie eine Vogeltränke funktioniert.
Und hier ist das passende Video. Wir erklären, wie eine Vogeltränke funktioniert. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer... Kruschel? Nee, die hatten wir schon. Nee, das ist auch falsch. Genau, Platz Nummer 6. Und der geht ebenfalls nach Solingen. An die Grundschule Wiener Straße in Solingen. Die haben nämlich ihre Experimente gefilmt und diesen Film dann eingereicht. Der war so super, dass sie dafür auf den 6. Platz kamen. Herzlichen Glückwunsch! Hallo, wir sind die Tiere! Hey, Daniel und Kruschel. Wolltet ihr die besten Plätze etwa ohne uns vorstellen? Gut, dass ihr da seid. Bis jetzt haben wir es ja alleine geschafft. Aber jetzt kommen die ersten 5 Plätze. Und da ist es gut, wenn wir ein bisschen Unterstützung haben. Nicht wahr, Kruschel? Vielleicht stellt ihr euch kurz den Kindern vor. Uns kennen die ja schon. Aber wer ihr seid, das wissen die noch nicht. Mein Name ist Andreas Fischer und ich bin der Chief Innovation Officer von Evonik. Als Chief Innovation Officer bin ich für die Erfindungen bei Evonik verantwortlich. Ich achte darauf, dass unsere Forscher die richtigen Experimente machen, um neue Stoffe zu erfinden, die besonders gute Eigenschaften haben. Das sind zum Beispiel Stoffe für die Zahnpasta, damit die Zähne sauber werden und gesund bleiben, wenn man die Zähne regelmäßig damit putzt. Hallo, ich bin Moritz Döbler, der Chefredakteur der Rheinischen Post. Das ist eine große Zeitung in Nordrhein-Westfalen. Und was wir dort machen, ist, wir schreiben Artikel. Und diese Artikel muss man erstmal recherchieren und gucken, was man eigentlich aufschreiben will. Und dafür ist ganz viel Neugierde erforderlich. Und das ist genau das, was in der Kinderuni auch gefragt ist, die wir zum 10. Mal begleiten. So, wenn ihr die Plätze 10 bis 6 den Kindern schon gezeigt habt, dann können wir ja jetzt mit Platz 5 weitermachen, oder? Ich weiß, wer den 5. Platz hat. Und ich weiß sogar, wer auf den ersten 4 Plätzen ist. Aber ich sag's euch nicht. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich gebe euch die Liste mit den Siegern und ihr stellt sie den Kindern vor. Kruschel und ich machen dann mal Pause. Ich könnte Kruschel ein paar Zaubertricks zeigen. Das wäre natürlich sehr nett von euch. Für dich ist das auch okay, Kruschel? Dann lassen Sie uns doch mal schauen, was die 5 besten Einsendungen sind. Ich bin total gespannt. Ja. Mit dem 5. Platz können wir eine Reise ans und ins Meer machen. Mit einem Schiff, das mit seinen eingerollten Segeln auf den Wellen kreuzt. Und unter Wasser sind ganz viele bunte Fische und andere Lebewesen. Das hat uns so gut gefallen, dass wir die Unterwasserwelt der städtischen Kita Die kleinen Strolche in Hilden auf den 5. Platz gewählt haben. Verbunden mit einem Preisgeld von 450 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Diese spitzenmäßige Kettenreaktionsmaschine hat die Kindergruppe Hahn gebastelt. Und dafür gibt es Platz 4 und ein Preisgeld von 800 Euro. Herzlichen Glückwunsch, ganz tolle Sache. Und jetzt kommen wir zu den Top 3. Auf Platz 3 ist dieses superschöne Haus der Kinder, bei dem wir immer wieder neue Sachen entdeckt haben, je öfter wir es angesehen haben. Wirklich eine ganz tolle Arbeit mit aufwendigen Details, die mit viel Liebe gemacht wurde. Dafür gibt es von der Jury 1000 Euro und die gehen nach Duisburg an die Kinder aus dem Kindergarten an der Albert-Schweitzer-Straße. Herzlichen Glückwunsch! Also wir machen regelmäßig Experimente. Die Themen geben uns meistens die Kinder vor, indem wir sehen, wir beobachten die und gucken, was machen die und wo haben die Interesse dran. Und dann gucken wir halt, was wir dazu haben, was wir mit denen machen können, dass die ihr Wissen dann erweitern können. Die Kinder haben viel Spaß beim Experimentieren. Das ist immer wieder schön zu sehen. Und wenn man das öfter macht, dann sind die auch in der Lage, angstfrei damit umzugehen und so Vermutungen anzustellen. Wir haben im Flur auch das Projekt ausgehängt, wir haben es fotografiert und bis heute halt auch hängen lassen. Die Kinder erzählen das den Eltern
auch, was sie gemacht haben und sind eigentlich Feuer und Flamme auch für den Weg. Und dass wir jetzt wirklich auch mit den Kindern was gewonnen haben und dass die Kinder gewonnen haben, das ist natürlich für die noch was ganz, ganz Besonderes. Und da freuen die sich mit Körper und Sprache einfach. Und schon kommen wir zum zweiten Platz. Das ist die Experimentierschule. Gebastelt haben sie die Kinder von der Klasse 2a der St. Martinus-Schule in Neuss. Und sie haben alle Experimente gemacht und dann haben sie das mit Geschichten und Bildern ergänzt. Dafür gibt es ein Preisgeld von 1.500 Euro. Herzlichen Glückwunsch nach Neuss. Die Kinder lieben das Experimentieren. Also die sind ganz hellauf begeistert, wenn sie selber Dinge ausprobieren können, staunen können, die Augen leuchten und das ist für die Kinder ein Highlight. Experimente durchführen gehört zum Lehrplan auch in der Grundschule. Das heißt, im Sachunterricht werden viele Experimente durchgeführt, sodass das im Prinzip eine schöne Ergänzung ist, auch im Unterricht. Und die Experimente der Kinderuni sind aber durchaus auch vielfältig, also nicht speziell auf ein Thema begrenzt und aus dem Alltagsleben heraus. Und ist auf jeden Fall eine unglaubliche Bereicherung für den Schulalltag. Also die Kinder müssen natürlich mit den Materialien das, was sie tun, begreifen können. Und natürlich gehört dann das Wassermatschen und vielleicht auch, dass mal ein bisschen was in die Luft fliegt. Oder in diesem Jahr war auch eine Orangenschale dabei, die Feuer gespuckt hat. Das ist natürlich etwas, wo die Kinder das auch selbst ausprobieren wollen, in die Hand nehmen wollen und miteinander das erleben möchten. Bei uns in der Schule gehört das auch zum festen Schulprogramm, dass wir teilnehmen oder einzelne Klassen teilnehmen. Und bis jetzt ist die Rückmeldung immer super und die Kinder lieben es und die Lehrer haben auch ordentlich Spaß dabei. Und der Gewinner des diesjährigen Evonik Kinderuni-Wettbewerbs ist das große Forschungsboard der Gruppe Bärenhöhle aus der Kita Oststraße in Ratingen. Die Kinder haben mit ganz vielen verschiedenen Materialien eine Arbeit erstellt, die dazu einlädt, die verschiedenen Experimente zu machen. Und die sind dann auch noch ganz toll erklärt und gezeigt, sodass sie jeder und jede ausprobieren kann. Super Arbeit! Und die wird von der Jury mit einem Preisgeld von 2.000 Euro belohnt. Herzlichen Glückwunsch! Ja, wir haben jetzt schon seit vielen Jahren an diesem Projekt der Evonik Kinderuni teilgenommen. Und wir haben uns jetzt in diesem Jahr mal was Besonderes überlegt. Und zwar wollten wir von vornherein mit den Kindern gemeinsam eine Forscherwand erstellen, die ein bisschen Nachhaltigkeit so in unseren Kindergartenalltag reinbringt, sodass die Kinder selbstständig später die Möglichkeiten haben, Experimente mit dieser Forscherwand durchzuführen. Und den Kindern ist dieser Umgang mit dieser Wand auch sehr schnell vertraut gewesen. Denn wir hatten dies Jahr erst die Bastelarbeit erstellt und hinterher mit den Kindern die Experimente gemacht. Und der Umgang war für die Kinder total schnell geläufig und sie waren in der Lage, sofort zu erkennen, welche Materialkarten zu welchen Versuchskarten gehörten. Und das hat uns halt unheimlich stolz darauf gemacht, ne? Dass das auch so gut funktionierte. Wir haben es so jetzt geplant, dass wir das über die nächsten Jahre, auch in den nächsten Jahren mit den neuen Experimenten und Forscherkarten immer wieder neu bestücken können, sodass das also nachhaltig uns über viele Jahre hier im Kindergarten noch begleiten kann. Das waren ganz tolle Sachen, die ihr euch ausgedacht, gebastelt, zusammengebaut, geklebt und alles Mögliche gemacht habt. Wirklich ganz großartig. Der Kuschel war total begeistert, der Daniel auch. Und die ersten 10 Plätze kriegen eine solche tolle Urkunde, die könnt ihr euch zu Hause aufhängen. Uns hat die Kinderuni wieder riesig viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Dann sind bestimmt auch wieder so viele tolle Bastelarbeiten von euch dabei. Also, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.